Giordano Bruno wollte 1500 Mark oder warum es doch einen Gott gibt. Giordano Bruno wollte 1500 Mark für eine Lesung, berichtet verkniffenen Mundes und in Gedanken das Portemonnaie festgeschlossen haltend, mit empörtem Unterton und gänzlich ungebeten eine mir kaum bekannte Buchhändlerin, deren Verbissenheit in mir nicht den Wunsch auslöst, am Status quo unserer bilateralen Beziehungen etwas zu ändern. Giordano Bruno wollte 1500 Mark für eine Lesung, frage ich mich. Das ist höchst erstaunlich. Als der kluge Mann im Jahre 1600 in Rom wegen sogenannter Ketzerei verbrannt wurde, war die D-Mark als Währung doch noch gar nicht eingeführt. Das Privileg, ihn heute als Mumie quasi lesen hören zu können, wäre mir viel mehr als 1500 Mark wert. Du meinst aber wahrscheinlich Ralph Giordano, oder? Frage ich vorsichtshalber die Frau, die nicht mit Büchern, sondern besser mit Seife und Socken handeln sollte. Natürlich, wen sonst? Möfft und blafft sie zurück, als hätte ich einen Fehler gemacht und nicht sie. Und mir fällt die alte Regel wieder ein. Wenn die Leute nicht nur beschränkt sind, sondern auch noch unfreundlich, piesepömpelig und pampig, dann weißt du, dass du zu Hause bist. In Berlin, das deshalb auch Hauptstadt ist. Berlin ist laut und dumm und stinkt. Es ist ein Wunder, wenn man trinkt. Langsam erlöschen meine Widerstandskräfte. Wie von Ferne höre ich die Buchhändlerin schnattern. Mein Geist schwebt davon und sehnt sich nach Trost und Gnade. Gibt es neue Hirsekissen? Das muss Wolfgang Thierse wissen. Flüstert eine Stimme, lieblich ist sie und sonor. Sie gehört Onkel Walter, dem Mann der Schwester des Mannes der Schwester meiner Mutter. Freundlich spricht die Stimme, gräme dich nicht, sagt sie. Es gibt einen Gott, mich, und ich glaube der Stimme jedes Wort und bin froh. Es ist immer wieder die Zumutung Mitmensch, die uns den Tröstungen des Alkohols oder des Glaubens in die Arme treibt. Ja, es gibt einen Gott. Er heißt Onkel Walter, ist Mitte 50, weißhaarig, stämmig und unscheinbar. Und der Gedanke an ihn gibt mir Frieden.